Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten und dritten Episode der Hannover 96 Karriere hier auf dem Kanal. Die letzte Episode war ein bisschen von Fehlern belastet. Ihr habt es bereits am Sonntag nochmal im Entschuldigungsvideo quasi gehört beim Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Heute möchte ich nochmal ganz kurz erklären, was da passiert ist hier in diesem Video. Das heißt, es gibt jetzt nicht bis zur ersten Szene, außer jetzt ist jetzt gar nicht. Es ist einfach so gewesen, ich lösche die Rohdateien direkt immer, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Weil normalerweise kontrolliere ich, wenn ich das Video gerendert habe, ob alles richtig ist, ob alles stimmt und lade es dann hoch. In dem Fall habe ich es nicht gemacht. Ich habe es einfach so hochgeladen, weil ich im Stress war, weil ich in der Schule war und es noch schnell hochprügeln wollte, weil ich das Wochenende, also gestern und heute, kein WLAN hatte. Also das ist Freitag und Samstag, und Samstag kam ja das Video. Dementsprechend habe ich es einfach hochgeprügelt, habe nicht weiter darauf geachtet. So, jetzt habe ich natürlich die Kommentare gelesen. Kein Sound beim Kaiserslautern-Spiel. Kein Commentary, natürlich scheiße, tut mir auch tierisch leid, war nicht meine Absicht. Ich habe nochmal das Projekt angeguckt, die ganzen Spuren waren da. Also auch die Audiospur vom Spiel gegen Kaiserslautern, die nachkommentierte, war da. Und das Commentary war eigentlich schon ziemlich fresh, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nämlich noch. Also es war da, es wurde aber anscheinend nicht gerendert. Sehr bitter auf jeden Fall für mich, vielleicht war es gemutet oder aus irgendeinem dämlichen Grund einfach deaktiviert, ich weiß es nicht. Aber ich konnte es halt auch nicht nochmal rendern und hochladen, weil ich die Dateien nicht mehr habe, weil ich sie gelöscht habe, weil meine Festplatte nicht so groß ist. Sehr bitter auf jeden Fall, das heißt, die zweite Episode gibt es jetzt nicht mehr. Aber dafür geht es heute mit der dritten weiter, wenn ich weiß, was passiert ist. Wir haben gegen Kaiserslautern 1:0 gewonnen und gegen Bochum haben wir 0:0 gespielt. Das heißt, heute sind wir mit 4 Punkten auf Tabellenplatz Nummer 5 und wollen weitermachen gegen Karlsruhe und gegen Sandhausen. Ich werde Karlsruhe live kommentieren, Karlsruhe nachkommentieren und Sandhausen live kommentieren. Sandhausen spielen wir zu Hause, Karlsruhe auswärts. Ist nicht realistisch vom Spielplan, aber ist halt nun mal EA. Zweite Liga haben sie nicht akkurat gemacht. Wie gesagt, es tut mir leid. Was ich nicht okay finde, ist zu sagen, Max, du steckst keine Arbeit in deine Videos, gib dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. Sorry, aber wenn ich pro Tag 2 Videos mache, ich produziere fürs Wochenende vor, weil ich das Wochenende mit meiner Freundin bin und keine Zeit habe, mir dann auch vorzuwerfen, während ich 4 Videos am Freitag schon fertig habe und hochprügel, damit ihr sie Freitag und Samstag bekommt, dann zu sagen, du gibst keine Mühe, finde ich ein bisschen beschissen. Aber gut, ist ja eure Auffassung, aber solche Leute brauche ich dann hier auch nicht auf dem Kanal, tut mir leid. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, nur dass ihr nochmal das einschätzen könnt. Übrigens für die, die meinen, das ist keine Arbeit. Für die Episode hier werde ich mal wieder so um die 5-6 Stunden brauchen, aber ist ja keine Arbeit. Ist ja viel einfacher oder ist ja viel schwerer, sich wie irgendwelche YouTuber mit 1 Million Abos mal 10 Minuten vor eine Kamera zu setzen. Ja, ist jetzt eure Auffassung oder eure Beurteilung, wie ihr das Ganze sehen wollt. Like wäre auf jeden Fall nice. Videobeschreibung, Links zu Instagram, Twitter, Facebook oder Social Media. Mein Merch gibt's da, ist neu, unter anderem Hashtag herrlich. Und es gibt auch einen Link zu IG Vault, wenn ihr euch günstige Münzen kaufen möchtet. Rabattkommaxlm.tv bekommt den 6%. Genug gelabert, fast 3 Minuten gefüllt. Wir gehen weiter und zwar zum ersten Spiel. Husti, ist die Liga, in der wir spielen, nicht prestigeträchtig genug? Prestige, Alter, du hast kein Prestige, du bist alt. Sagt vor allem einer, der in China gespielt hat. Wo ist die Logik? Darum gibt es einfach eine deftige Trainingseinheit. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr in den Kommentaren noch irgendwelche, ich habe ja halt die Kommentare nur so halb gelesen, ob ihr noch irgendwelche Transfervorschläge geschrieben habt, aber ich möchte eigentlich keine mehr machen, weil ich bin mit dem Kader sehr zufrieden und wenn, möchte ich ihn in der Winterpause verändern und wir haben halt einfach momentan keinen Bedarf. Husti wäre noch ganz schön, aber der will ja anscheinend nicht. Bitteschön, da hast du noch ein paar Scheine mehr und dann kommt er auch zu uns. Herrlich, jetzt wird's interessant. Angebot für Salif Sané. Oh, Florenz. Was war es bei Kind? 20 Millionen haben wir dann irgendwann gesagt. Ne, dann machen wir das doch einfach mal. Ich möchte nicht verkaufen, aber so gesehen ist der Kader auch ohne ihn ganz gut. Sieht man ja in Realität gerade auch. Ich habe gerade 19,5 gesagt, die kommen mir jetzt zu nah. Wir lassen das jetzt. So, Sobirk, Husti und Harnik spielen für die Nationalmannschaft. Und hier sind es nur Husti und Harnik, aber anscheinend ist Sobirk auch weg. Die Sache ist jetzt, wir könnten präventiv was verpflichten, wenn sich was verletzen sollte. Das aber, glaube ich, nicht passieren wird. Nicht so wichtig. Wir haben notfallsweise auch noch Jugendscout, aber da haben wir noch keinen verpflichtet. Das wollen wir jetzt mal eben ganz kurz machen, denn ich denke mal, das wäre gar nicht so schlecht. Schauen wir mal nach. Es gibt einen, und zwar den hier. Den nehmen wir mit und den schicken wir direkt mal nach Deutschland. Und ich denke mal, dann passt das einigermaßen gut. Und dann gehen wir in die Partie gegen Karlsruhe. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder live. Ausverkauftes Haus in Karlsruhe, der Absteiger aus Hannover war zu Gast, 30.000 waren trotz schlechten Wetters ins Wildparkstadion gepilgert, um ihre Mannschaft gegen die Roten siegen zu sehen. Die Atmosphäre wunderbar, die Choreografie der Fans eine Augenweide und natürlich wollten die Spieler das zurückzahlen auf dem Platz. Wir sehen bereits die Mannschaften einlaufen und es gab eine große Überraschung bei 96 im Kader, denn er stand direkt mit im Kader. Neuzugang und zum zweiten Mal Rückkehrer Szabolcs Husti
der Ungar, nachdem er ja zuletzt von Zenit St. Petersburg und aus China zurückgekehrt war, kommt er diesmal zum dritten Mal sogar schon zurück, und zwar von Eintracht Frankfurt. In der zweiten Bundesliga soll er 96 beim Aufstieg helfen. In der Startelf steht er noch nicht, hingegen steht in der Startelf Damir Krajlach, ebenfalls Neuzugang, kam von Union Berlin, und der Kroate soll das Mittelfeld der 96er weiter stabilisieren und vorne für die nötige Torgefahr sorgen, die bisher in den Partien gefehlt hatte. Bei Karlsruhe keine großen Überraschungen, aber natürlich ein Mann, auf den die 96er besonders schauten, und das war die Nummer 7. Moritz Stoppel kam auf der linken Außenbahn, ehemaliger 96er und Rekordtorschütze in der Bundesliga, hatte das weiteste Tor überhaupt geschossen gegen Hannover 96 in der Bundesliga-Saison des SC Paderborn. Bei 96 ebenfalls keine großen Überraschungen, wie angesprochen, Damir Krajlach als Neuzugang in die Mannschaft gerückt, und zwar auf der Mittelfeldposition. Auf der 10 spielte heute Ivar Fossum, vorne drin Soburg und dazu noch Klaus. Das ist eine sehr, sehr starke Offensive, die 96 zu bieten hat. Der Kreis der Karlsruher zeigt Geschlossenheit und zeigt, dass sie unbedingt gewinnen wollen, aber auch 96 stand dem in absolut nichts hinterher, und damit konnten die Fans und natürlich auch die Spieler, Trainer, Verantwortlichen und Spieler an sich sich auf eine wunderbare Partie im Wildparkstadion freuen, und in die springen wir natürlich direkt gleich rein. Gucken zunächst aber nochmal auf den Unparteiischen dieser Partie, und das war heute an diesem regnerischen Samstagnachmittag kein geringerer als Stefan Schwurbel, der das Ganze hier leiten sollte. DFB-Schiedsrichter bereits seit 7 Jahren und natürlich heute wieder mal in Bestform, um diese Partie zu leiten. Springen wir rein, und man muss sagen, in der Anfangsphase war 96 nicht so stark. Das lag auch vor allem daran, dass der KSC loslegte wie die Feuerwehr, und das werden wir hier in dieser Situation gleich bewundern dürfen, denn sie gehen gleich vorne rein, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste und ohne Angst vor dem vermeintlich Favoriten aus Hannover. Das ist wunderbar gespielt alles, und dann kommt der Ball zu Prömel. Prömel im 16er verzieht aber deutlich. Das war die dicke Gelegenheit nach gerade mal einer gespielten Minute, aber 96 kam besser in die Partie und Prömel stand weiter im Fokus. Hier das Foul gegen Ivar Fossum, und da kriegt er zu Recht die gelbe Karte für, denn so darf man in so einen Zweikampf nicht reingehen. Zwar eine Chance auf den Ball, aber trotzdem, genauso wie gerade in der Anfangsphase, ohne Rücksicht auf Verluste, und deswegen Grischa Prömel bereits nach 10 Minuten mit Gelb verwarnt. Das spielt in 96 natürlich in die Karten, und Fossum fliegt hier ganz schön hoch. Ein Glück, dass er sich bei der Situation nicht verletzte, der junge Norweger. 96 kam dann langsam besser in die Partie, die Chancen fehlten aber zunächst. Dann jedoch die erste Torschussaktion zumindest mal. Klaus legt ab auf Krajlach, und der versucht's. Der Neuzugang, der Kroate, hat einen guten Schuss, war bei Union Berlin immer torgefährlich, einer der besten Spieler der zweiten Bundesliga, und das zeigt er hier. Wunderbare Technik, lässt den Ball über den Schlappen rutschen, aber doch etwas hoch angesetzt und dementsprechend keine Gefahr fürs Tor von René Voller. Trotzdem kann Daniel Stendel mit der Entscheidung in die Startelf zu ordnen zufrieden sein. Auf der anderen Seite hatte Karlsruhe dann die nächste Chance, und die war wieder ein bisschen größer. Das ist Manuel Torres, der versucht's da mal, und Schauner mit einer klasse Parade hält seine Mannschaft mit 0:0 im Spiel zunächst einmal. Der Spanier mit einem schönen Versuch mit dem linken Fuß, aber die rechte Hand von Philipp Schauner ist dazwischen, der neue Nummer 1 bei den 96ern. Dann wurde 96 ein bisschen aggressiver, änderte die Taktik, und das funktionierte recht gut, denn sie machten die Karlsruher nervös in der Hintermannschaft. Voller mit dem Abschluss, Schmiedebach gewinnt das Kopfballduell. Hanek legt den Ball direkt weiter in die Mitte, und da steht Ivar Fossum, auch der lässt den Ball über den Spann rutschen, aber auch dieser Ball geht knapp am Kasten vorbei. Nochmal eine Ecke knapper als der vorherige Versuch von Damir Krajlach, aber bitter für den Norweger, dass diese schöne Aktion nicht mit einem Tor belohnt wurde. Das Highlight der ersten Halbzeit an René Vollert, wunderbarer Superman-Dive, um seine Mannschaft vor der Ecke zu bewahren. Sehen wir hier gleich nochmal in der Wiederholung. Klasse, wie er da mit vollem Einsatz den Ball vor dem Aus bewahrt. Danach war dann Halbzeit im Wildparkstadion. Es stand 0:0, dachten alle. Und dann kam Diamantakos, setzt sich durch gegen Sané, Philipp Schauner. Das war eine klasse Aktion, bewahrt seine Mannschaft erneut vor dem Gegentreffer. Danach war dann Halbzeit, und dann konnten die 96er sich in der Kabine nochmal sammeln, denn es waren vor allem die Kontersituationen, in denen sie nicht gut ausgesehen hatten, und das sollte in der zweiten Halbzeit natürlich, ich sage mal, abgeschafft werden, damit man hier die 3 Punkte mitnehmen sollte. Bisher gab es offensiv einige gute Ansätze, aber noch nichts zu Zwingendes, und deswegen wechselte Daniel Stendel auch zu Beginn der zweiten Halbzeit noch nicht, aber nach knapp 7 Minuten und brachte mit Niklas Füllkrug und eben Schabal Tuschti 2 neue Männer auf den Platz, und das trug gleich Früchte. Martin Hanek über die Außenbahn, wird er gelegt von Kin Zombie, aber alles fair. Es gibt jedoch einen Eckball, und das ist die erste Aktion und der erste Ballkontakt von Rückkehrer Szabolcs Husti. Wir sehen es hier mal aus seiner Sicht. Dieser Eckball wird dann in die Mitte gebracht vom Ungar. Sein erster Ballkontakt überhaupt. Da steht Martin Hanek, gerade die Ecke rausgeholt, und jetzt das 1:0. 60. Spielminute. Hannover 96 geht in Führung.
Führung und das durch einen weiteren Neuzugang durch den Österreicher Martin Harnik. Der Ex-Stuttgarter, für ihn natürlich besonders schön gegen Karlsruhe zu treffen. Der Kopfball aus knapp 13 Metern als Bogenlampe, da kommt kein Voller dran, da kommt kein Spieler auf der Linie ran. Perfekt gemacht vom österreichischen Nationalspieler und Hannover geht in Führung. Wir können auf Daniel Stendel schauen, der weiß, ich habe den Erfolg eingewechselt. Im Hintergrund sehen wir Timo Königsmann, der sich für seinen neuen Mannschaftskollegen freut und natürlich freut sich auch Martin Harnik über sein erstes Tor für Hannover 96 in der zweiten Bundesliga. Und wir schauen nochmal explizit auf Szabolcs Hüsti, wie in früheren Zeiten ein ganz ruhiger Zeitgenosse, aber innerlich freut er sich natürlich tierisch über diesen Führungstreffer seiner Roten. Und direkt die nächste Aktion ging wieder aufs Konto von Szabolcs Hüsti, Flanke in die Mitte, Füllkrug an den Pfosten. Jetzt hatte 96 die dickeren Gelegenheiten, der Ungar mit unglaublicher Präzision bei seinen Standards und die hätte hier fast zum 2:0 geführt. Es blieb aber zunächst einmal noch beim 0:1, trotzdem war jetzt plötzlich ein ganz anderer Spielbiss bei 96 drin. Die hatten richtig schöne Aktionen, wieder Szabolcs Hüsti versucht hier mit dem Ball auf die Außenbahn auf Martin Harnik zu kommen, das muss aber Schmiedebach machen. Dann die Flanke, da kommt Füllkrug nicht ran, das Ganze geklärt, aber wie gesagt, es ging weiter, jetzt One-Touch-Football, wunderbar. Hüsti mit dem Ball auf Manuel Schmiedebach, Schmiedebach versucht, die Latte rettet für Karlsruhe das zweite Mal Aluminiumglück. Es hätte 2:0 stehen müssen, aber 96 nutzte seine Chancen nicht und dementsprechend konnte Karlsruhe in der 90. Minute nochmal zurückkommen. Das ist Barry im 16er. Barry und Schauner erneut. Er rettet seiner Mannschaft die drei Punkte. Was für eine Parade vom Ex-St. Paulianer und von meinem Stammtorwart der 96er. Er ersetzt Zieler und das macht er hier richtig, richtig stark. Den hätte wohl auch fast kein anderer Keeper gehalten. Eine Weltklasse-Tat von Philipp Schauner, aber es gab ja noch den Eckball und wir haben gesehen, dass 1:0 viel nach einem solchen. Die Sichtverhältnisse bei diesem Schauer hier in Karlsruhe auch nicht sonderlich gut. Reingebracht von Torres. Da ist ja Mada. Das Ganze wird nochmal scharf gemacht und Pripp klärt auf der Linie. Schauner war geschlagen, aber Edgar Pripp, der ehemalige Fürther, auch natürlich ein Mann aus Baden-Württemberg, klärt hier auf der Linie. Schmiedebach mit der Balleroberung und dann war es vorbei. Hannover 96 holt drei Punkte im Schwabenland, gewinnt gegen den Karlsruher SC. Im Endeffekt verdient nach der Einwechslung von Hüsti mit 1:0. Sie hätten höher gewinnen müssen, allerdings schafften sie das nicht. Daniel Stendel bedankt sich für die drei Punkte, ist aber nachdenklich. Offensiv läuft das, defensiv muss noch einiges passieren, an der Präzision muss gearbeitet werden, denn wir haben es gesehen, zweimal Aluminium, ansonsten wäre die Geschichte sicher gewesen. Man of the Match sicherlich Szabolcs Hüsti, aber Siegtorschütze ist Martin Harnik, Ecke rausgeholt, Tor selber gemacht, wunderbarer Nachmittag für ihn und für Hannover 96, die verabschieden sich mit einem 0:1 und drei Punkten aus dem Schwabenland in die niedersächsische Landeshauptstadt. Minimalistisch, aber das macht ja nichts. Wir gewinnen gegen den KSC mit 1:0 durch den Kopfballtor von Harnik. Besser hätte es gar nicht laufen können. Hüsti eingewechselt, direkt der erste Standard, den er tritt. Und gleich das 1:0. Danach die Standards auch sehr gefährlich auf jeden Fall. Und sehr, sehr viel Kreativität und hat mir sehr gut gefallen, vor allem der One-Touch-Football. Müssen wir jetzt so gegen Sandhausen weitermachen. Bedarf besteht, wie gesagt, nicht. Haben wir gerade gesehen, der Kader ist breit genug. Wir haben vor allem auf der offensiven Position mit Sarin Rembase, mit Karaman und so weiter und so fort genug Alternativen und Optionen. Die Trainingsergebnisse sind in Ordnung. Fossum mit einem B, Karaman auch, Anton steigt, ist doch alles wunderbar. Transfer Deadline Day, auf geht's. Nochmal Angebote für Noah Sarin Rembase, aber wir haben ja bereits gesagt, den wollen wir eigentlich gar nicht abgeben. Und Florenz sagt 14 Millionen, 24 am Deadline Day und ihr könnt ihn haben. Wir haben einen neuen Top-Transfer in dieser Transferperiode und zwar Pastore, der geht für 54,5 Millionen zu Liverpool. Irgendwo erkenne ich diesen Move. So, und diesen Transferüberblick sollte ich irgendwie zeigen und es wurde sich beschwert, dass ich den nicht zeigen würde, obwohl er neu ist. Ich kannte den aber bisher noch gar nicht. Ist aber jetzt auch nicht so irgendwie, also man kann halt alle Transfers sehen, die so passieren. Oh! Okay, aber sonst, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Guck mal, wie mir vorgeschlagen wurde, aber den holen wir natürlich trotzdem nicht. Das ist übrigens auch noch ein neues Menü, das kennt man ja bereits aus den Screenshots am Anfang. Wir haben bisher 29,8 Millionen Erlös. Wir haben, ja, gute Einnahmen, nicht so viele Ausgaben, das passt auf jeden Fall. Vor allem Merchandising aber 4 Millionen, Dauerkarten 2,29, Preisgeld, Eintrittskarten, Transfers, Ausgaben, sind auch in Ordnung, Transaktionen sieht man hier nochmal genauer. Wocheneinnahmen, meistverkaufte Trikots, Sané, Schmiedebach und Sorg. Das weiß ich noch nicht so, aber das sehen wir dann ja noch. Hüsti auf jeden Fall wird schon mal ganz gut verkauft, muss man da ganz ehrlich schon mal sagen. Reisekosten ein bisschen runter, okay, Wochenhälter ein bisschen runter, ja gut, klar. Scouting-Netzwerk, Spielertransfer haben wir ja schon halt bereits gehabt. Kann man auf jeden Fall alles nochmal angucken, finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Ein paar Top-Transfers haben wir noch, beispielsweise geht ein Gary Medel für 28 Millionen zu PSG, die ersetzen also Pastore mit Medel, also einem sehr älteren Spieler und einem ganz anderen Spielertypen. Und Eriksen geht zu Bayern. Außerdem, habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, Stuttgart holt Afdijay, nochmal ein bisschen Stürmerpotenzial. So, und damit der Schluss für die Transferperiode Nummer 1 in diesem Karrieremodus. 356 Millionen und 850.000 Euro wurden quasi verflüssigt und wir haben keinen Verletzten zum Anfang hier, das ist sehr schön.
Guckt euch diese genialen Trainingsergebnisse.